Willkommen zurück zu Polytopia. Ja, da bin ich wieder. Wahrscheinlich ein bisschen unerwartet jetzt von euch. Liegt wahrscheinlich daran, dass das eigentliche Video keine 15 Likes bekommen hat. Das Spiel macht mir sehr Spaß. Es hat zwar keinen Karrieremodus, aber es macht mir trotzdem sehr viel Spaß. Und da war so eine kleine Sache. Mittwochabend, fast schon Nacht, da habe ich mir so gedacht, mache ich das jetzt weiter? Ich hätte es gerne weitergemacht. Habt auf das Video geguckt. Leider habe ich nur 11 Likes gesehen. Hab mir dann nochmal das zweite Video angeguckt. Und da standen 4 Likes. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, ich glaube, jeder kann von euch 11 plus 4 rechnen, ja, dann kommt tatsächlich in der Tat 15 Likes raus. Das heißt, ich werde jetzt hier noch einige Videos aufnehmen. Hin und wieder mal bei diesen Spielmodi Perfektion Vorherrschaft oder Kreativ auswählen. Immer mal wieder was ausprobieren. Ihr wisst, was ich meine. Und würde sagen, wir machen wieder Vorherrschaft. Einfach weil das mein liebster Spielmodus ist. Perfektion ist zwar auch ganz toll, aber man kriegt nicht genügend Zeit, um die Gegner komplett platt zu machen. Und kreativ, ja, da kriegt man keinen wirklichen Fortschritt. Also wenn wir erstmal auf Vorherrschaft gehen. Und diesmal würde ich vielleicht auf die Bardur gehen. Weil wir schon mit den Imperius einmal gespielt haben. Deshalb könnte es sein, dass es ein bisschen langweilig ist. Deshalb nehmen wir jetzt erstmal die Bardur. Da werden wir uns erstmal nur einen Gegner schnappen, nicht zwei. Aber dafür auf dem Schwierigkeitsgrad verrückt. Und dann starten wir einfach mal das Spiel. Okay, ich sehe jetzt schon, wir werden es mit den Imperius zu tun bekommen. Ein recht harter Gegner für die Bardur. So, natürlich die Werkstatt wieder erhöhen, damit wir schneller Ressourcen bekommen. Und versuche jetzt erstmal noch ein bisschen Abstand zu halten zu den Bardur. Und stattdessen hier noch ein paar Dörfer einzusammeln. Wir könnten schon was machen. Ich hätte aber gern die Försterei. Deshalb mache ich erstmal noch einen Krieger. Und dann gehen wir mal dahin. Oh, schon fast eine Sackgasse. Hier ist nur noch ein Berg. Da könnten wir auch mal draufklettern. Aber jetzt erstmal hier die Försterei. Dann können wir noch mehr Sterne bekommen. So, da haben wir auch schon das Dorf. Hier nochmal auf Jagen gehen. Und hier auch nochmal auf Jagen. Diesmal nehmen wir einfach den Entdecker. Ja, da haben wir schon das nächste Dorf gefunden. Und zwei Dörfer haben wir jetzt. Sehr schön. Dann schicken wir die mal dahin. Und weiter können wir nichts machen. Oh, das ist nicht schön. Gehen wir mal wieder zurück in die Verteidigungsposition. Ich will da nämlich nicht sofort verlieren. Das Katapult können wir leider noch nicht holen. Das könnte ziemlich gut sein. Bei den Bardur zumindest. Bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger zu erreichen. Weil die Bardur natürlich mit der Fähigkeit Jagen beginnen. So, da haben wir es nochmal verbessert. Da kriegen wir noch mehr Ressourcen. Hier lohnt es sich nicht wirklich. Deshalb lasse ich das erstmal. Und ihr seht schon, der Imperiuskrieger hat 5 Schaden bekommen. Wir nur 4. Das heißt, er wird in der nächsten Runde auf jeden Fall verlieren. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter, gucken wir mal. Ja, da haben wir es auch. Jetzt haben wir einerseits das Sägewerk, also nochmal extra Bewohner für dieselbe Anzahl von Gebäuden. Also wir könnten hier ein Sägewerk hinsetzen, neben die Holzhütten. Und dann würden wir gleich noch mehr Bewohner bekommen, 2 Stück in diesem Fall. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. So, Zug beenden. Okay, die scheinen da auf das Dorf
gehen zu wollen. Dann packen wir auch schon mal unser erstes Katapult hier rein. Dann können wir die auch gleich abschießen. Ich glaube sogar, ja, lieber nicht. Vielleicht haben die schon Pferde und machen meinen Katapult direkt kaputt. Deshalb lasse ich das erstmal. Und sie haben noch kein Katapult, aber den heile ich mal trotzdem. Und den greife ich an, weil der am meisten Leben hat. So, hier haben wir auch noch das Dorf übernommen jetzt. Jetzt können wir auch noch eine Holzhütte machen. Ja, die Werkstatt lieber, weil Entdecker würde jetzt hier nicht so viel bringen. So, dann machen wir nochmal Jagen. Noch eine Holzhütte. Und dann reicht's leider nicht mehr. Kommen wir, wir holzen hier einen Wald ab. Dann kriegen wir noch 2 Sterne und können uns hier noch mehr Ressourcen holen. Ich würde sagen, machen wir noch einen Krieger hier. Aua, das war böse. Oha. Ja, ich wusste schon irgendwie, dass das passieren würde. Ah, den werden wir wahrscheinlich verlieren. Leider. Ja, okay, das wird nicht reichen mit der Heilung. Den werden wir auf jeden Fall verlieren. Ich glaube, ich mache mir lieber Bergsteigen jetzt. Oh, ihr seht schon. Sehr viel Gold. Das wird schön. Das können wir aber auch erst beim nächsten Mal machen. Und ja, da haben wir es leider verloren. Ich sehe kaum was. Gut, da sind wir in Gefahr. Da muss ich leider entgegenschlagen. So, machen wir hier einen Krieger und hier einen Katapult. Und jetzt habe ich wieder nicht genug Sterne. Toll, toll. Ah, wieder dasselbe Problem. Ja, aber ich kann den erreichen. Dann können wir hier nochmal einen Krieger ausbilden. Soll ich den angreifen? Ja, komm. Greifen den an. Bisschen Rache muss sein. Bergbau, okay. So, da habe ich mal kurz einen Screenshot gemacht. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine. Das ganze Gold, was wir hier haben, muss man natürlich ein bisschen zeigen. Der ist jetzt schon ein bisschen schwach. Deshalb gehen wir mal da drauf. Das hier ist ein Verteidiger, der ist nicht so stark. Also vom Angreifen her. Kann aber gut verteidigen, deshalb werde ich den nicht angreifen. So, machen wir so. Oh, wir haben hier das Katapult. Da können wir gleich mal angreifen. Und eigentlich würde ich hier gerne noch die Schmiede holen, aber ich glaube, wir machen erstmal eine Mine. Eine Mine und hier eine Holzhütte. Noch mehr Ressourcen. Ja, das reicht trotzdem nicht. Egal, beenden wir den Zug. Wir haben hiermit tatsächlich überlebt. Können wir hier rüber gehen und können den nochmal angreifen. Jetzt holen wir uns die Schmiedekunst. Holzen hier mal den Wald ab. Und packen hier mal eine Schmiede hin. Und noch eine Mine. Dann kriegen wir Grenzwachstum. Und nochmal extra Punkte von der Schmiede. Wenn wir das hier auch noch machen, dann würden wir hier eine Schmiede auf Stufe 3 kriegen. Kriegen wir gerade nicht, aber egal. Die greifen wir auch nicht an. Die lassen wir einfach in Ruhe. Damit, wenn sie uns angreifen, damit wir mehr Schaden machen können. Oh, das wird jetzt hier gefährlich. Ich mach mir lieber so. Dann mach den mal kaputt. Dann können wir hier eine Mine hinmachen. Einfach so. Oh ja, ich habe die Schwertkämpfer. Die machen ganz schön viel Schaden. Auch eine gute Verteidigung.
Das ist natürlich sehr schön. Dann beenden wir wieder den Zug. Ja, den haben wir leider verloren. Man kann nicht alles haben, ja? Man muss auch hin und wieder mal ein bisschen was verlieren. Es versaut natürlich die Endbewertung, aber das ist mir relativ egal. So, hier machen wir noch eine Schmiede hin. Oh ja, eine Stufe 2 Schmiede. Gebietswachstum. Und hier würde ich auch gerne eine Schmiede hinmachen. Kann ich jetzt aber noch nicht, deshalb erstmal Grenzwachstum. Dann können wir noch eine Holzhütte hinmachen. Und dann kriegen wir auch unsere erste Super-Einheit. Ja, die sind alle erst auf der kleinsten Stufe, deshalb machen wir einfach mal den Park des Glücks hier hin. Darüber haben wir natürlich noch keine Verfügung. Ansonsten kann ich nichts mehr machen. Gut, dann beenden wir den Zug. Tor der Macht haben wir auch freigeschaltet. Dann packen wir es auch gleich mal hier neben. Und kriegen dann eine super Einheit. Jetzt können wir den auch noch bewegen. Machen wir so. Machen wir so. Und schlagen nochmal so. Dann gehen wir mit dem einen Schritt, mit dem einen Schritt. So, können wir noch irgendwas machen? Oh ja, das ist nützlich. Da können wir im Wald besser verteidigen. Das heißt, der da sollte so ein Schutzschild bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Und ich sehe schon, die haben Häfen. Ist nicht so toll, aber ist mir relativ egal. Weil wir hier ein Katapult haben, können sie auch nicht sehr weit kommen. So, machen wir noch einen Schwertkämpfer. Beenden den Zug. Der schlägt mich nochmal. Und der kriegt nichts hin. Dann heilen wir die mal. Oh, der ist schon ein bisschen stärker. Das hier ist natürlich ein Verteidiger. Aber ich habe den schnell erledigt, damit der nichts ausrichten kann. So, ich glaube, hier machen wir mal ein Sägewerk hin. Das war eine gute Idee. Jetzt haben wir hier den nächsten Riesen. Natürlich doof, dass das Katapult jetzt nach unten verschoben wurde. Aber was kann man machen? Oh, hier gibt es einen Wal. Sehr schön. Den Wal, den können wir uns auch gleich holen. So, das kann ich zum Glück noch anvisieren. Dann schlagen wir mal hier drauf. Dann machen wir so und wow, das hat nicht geklappt. Dafür so. Dafür so. Und machen wir mal so. So, dann machen wir erstmal Walfang. Fangen auch gleich den Wal ein. Dann machen wir Segeln. Machen hier den Hafen hin. Und dann steigen wir auch gleich ein mit dem Riesen. Hier haben wir noch einen Schwertkämpfer. Den schicken wir einfach nach vorne. So, dann können wir Ikarus übernehmen. Und ich würde sagen, nehmen wir uns noch Navigation, damit wir auf dem Ozean herumfahren können. Dann können wir zu den Ruinen rüberfahren. So, die sind ja keine große Gefahr bisher. Deshalb können wir hier überall heilen. So, den schicken wir auch mal ein bisschen weiter nach da. Hier hinten haben wir noch Fische. Da können wir auch noch eine Holzhütte hinmachen. Sägewerk reicht natürlich nicht mehr. Schade. So, was haben wir da drin? Oh ja, 10 Sterne. Sehr schön. Ich glaube, ich nehme einfach den Seeweg fürs Katapult, weil es einfach besser ist, schneller ist. Ah, der ist jetzt hier doof, der Verteidiger.
und kommt da halt schlecht vorbei. Ich mache hier einfach noch einen Schwertkämpfer. Schlag da drauf. Schlag so drauf. Oh, der hat ein Upgrade. Er hat da jetzt 5 Herzen mehr. Da kann ich leider nichts drauf machen, weil der Platz besetzt worden ist von dem Verteidiger hier. Sonst könnte ich da noch so ein Sägewerk hinbauen. Könnten wir eine Schmiede hinbauen? Ich würde die aber gerne in die Mitte bauen. Dafür brauchen wir das Bauwesen. Da können wir nämlich Gebäude zerstören. Dann könnte ich das entfernen und stattdessen eine Schmiede hinmachen. Hier ernten wir erstmal Obst. Und hier auch. So, da komme ich schon näher. Das kann ich hier upgraden. Ja, das lohnt sich nicht. Daraus machen wir ein Schlachtschiff. So. So. Und so. Den lassen wir erstmal in Ruhe. Den heilen wir einmal. Den da auch. Den da auch. Und das lassen wir auch erstmal so. Das Katapult bringen wir aber mal hier vorne hin. Dann können wir im nächsten Zug schon schießen. Dann entfernen wir hier nochmal Obst. Kriegen noch eine super Einheit. Ganz viele Verteidiger sind jetzt da. Das ist mir relativ egal, weil ich die von hinten abschießen kann. Machen wir mal so. Und wie ich sehe, haben die Imperius nur noch diese 2 Städte. Oder? Ja, 2 Städte. Diese beiden da noch. Können wir mal so gehen. So ein bisschen provozieren. Und so, damit die nicht zu meinem Katapult durchkommen. Machen wir hier noch ein neues Katapult. Und hier auch noch, weil wir es können. Und dann schießen wir hier noch den Reiter ab. So, hier haben wir noch einen Riese. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit dem dahin. So, sollen wir hier noch eins machen? Ja, komm, wir machen einfach noch einen Hafen hin. Da greifen die schon an. Einfach wieder heilen. So, dann würde ich gern auf den da schießen. Gehe ich ein bisschen weg und dann schieße ich auf den da. So, und so schön eins weiter nach vorne immer. Den da können wir schon mal angreifen. So machen. Da können wir auch noch einmal upgraden. Die kommen nirgendwo ran. Den Riesen schicken wir dahin. Da machen wir noch einen Hafen. Noch eine super Einheit. Und da machen wir auch noch einen Hafen. Noch eine super Einheit. So, hier können wir uns noch bewegen. Ja, ich bewege mich erstmal dahin, greife niemanden an. Ihr seht, der Verteidiger war sehr schlecht im Angriff. Hat einen Schaden gemacht. Mehr nicht. Damit kann ich leider niemanden angreifen. So, dann schlagen wir einmal so. Schlagen wir einmal so. Machen einmal so. Kommt nicht ran, aber der kommt ran. Den schieben wir noch einmal nach vorne. Und den greifen wir gar nicht weiter an, weil das uns zu gefährlich ist. So, hier machen wir jetzt mal ein gutes Sägewerk hin. Rundherum überall Holzhütten. Schön Grenzwachstum noch rein. Noch eine Holzhütte. Da können wir keine Holzhütte machen. Das gehört auch gar nicht mehr dazu. Hier gibt es kein Holz. Dann machen wir hier noch eine Holzhütte.
Und ich weiß, man kann das da machen, aber das kostet mir jetzt zu viel. Und es kostet alles zu viel. Dann machen wir gar nichts mehr. So, Zug beenden. Jetzt sind da zwei Verteidiger. Bringt denen wenig. Weil ich mich dann einfach da drauf stelle. Dann gehe ich mit dem hier hin, greife da an, setze mich da drauf. Das war's auch schon. Zug beenden, erobern. Imperius zerstört. Das bisschen können wir auch noch erkunden. Ja, und dann fehlen halt hier noch diese zwei Wolken. Hat leider nicht geklappt, naja. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Dann schauen wir uns die Endbewertung an. Ja, ein bisschen viele Züge habe ich gebraucht, 40%. Ich habe auch 4 Einheiten verloren. Ansonsten keine schlechte Endbewertung, 82%. Ich brauche natürlich 95 für den nächsten Stern. Ansonsten war es gar nicht mehr so schlecht. Okay. Das war's auch schon mit der Folge, Leute. Ist auch recht kurz geworden, nicht so wie die letzten beiden Folgen, 50 Minuten lang Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.